Thank you Moin, moin, es ist Mittwoch, es ist 14 Uhr. Willkommen hier bei Tickmill. Willkommen zu einem neuen Webinar. Ein neues Webinar mit mir, Timo, von DayTraderTools.de. So, was machen wir heute? Wir machen heute eine Marktbesprechung. Das heißt, wir gucken uns die Märkte an, wie DAX, DAO, Euro und Co. Und auch einen Blick auf die Coins werden wir werfen, weil da ist es gerade auch wieder spannend geworden. Das gucken wir uns gleich später im Verlauf an. Ich hoffe, dass ich heute mit weniger technischen Problemen zu kämpfen habe. Also letzte Woche war ja ein bisschen problematisch, weil meine Technik so ein bisschen gestreikt hat. Ich hoffe, dass die Probleme jetzt heute behoben sind. Ich habe noch so kleinere Probleme mit Zoom festgestellt. Und zwar ist mir Zoom einfach mal abgestürzt und dann war der Stream auf einmal zu Ende. Ich habe jetzt Zoom neu installiert und hoffe, dass die Probleme jetzt damit behoben sind. Falls nicht, also falls ich gleich weg sein sollte, irgendwie, warum auch immer, dann wisst ihr Bescheid, dann hat Zoom wieder die Gerätsche gemacht. Aber ich drücke mal die Daumen, dass das jetzt alles funktioniert nach der neuen Installation. Und ich würde sagen, dann legen wir auch los. Und genau, wie immer, der Risikohinweis noch, bevor wir uns gleich im Chart wiedersehen. Das Ganze, was wir hier machen, ist keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Es soll nur dazu dienen, die Funktionsweise der Software zu erklären, beziehungsweise es ist Schulungsmaterial oder Informationsmaterial. Ihr selbst müsst euch eure eigene Meinung bilden und selbst wissen, wann ihr einen Trade macht, wann ihr einen Trade einsteigt und wann ihr auch wieder aussteigt. So, rein in den Screen, rein in den Chart. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wie immer könnt ihr die Sachen hier bei Zoom in den Chat tackern. Ich gucke dazwischen euch rein und werde dann entsprechend darauf eingehen. So, fangen wir wie immer mit dem Dax an. Schauen wir uns an, was macht der Dax bzw. Wo könnte die Reise hingehen? So, Trend machen wir erstmal aus und auch entsprechend die Analyse mal kurz weg und dann schauen wir uns als allererstes wie immer das große Chartbild an, das heißt den Wochenchart. So, was sehen wir hier? Trend dazu, was sehen wir hier? Ich mache das mal ein bisschen größer. So, wir hatten hier unseren Aufwärtstrend nach dem Corona-Crash, dann Seitwärtsphase und seit 2000, Beginn 2022, also letztes Jahr hatten wir einen Abwärtstrend, der jetzt aber gebrochen ist seit ja, Herbst letzten Jahres, muss man jetzt schon sagen, seit Herbst letzten Jahres ist der Abwärtstrend gebrochen. Und man sieht es hier auch an dieser blauen Linie, das heißt Trendbruch und Trendlos unterwegs. So, wir sehen hier schon eine kleine Korrektur. Also wir sind hier hochgekommen, kleine Korrektur nach oben. Und das habe ich hier in den Webinaren auch schon des Öfteren angesprochen. Es gibt immer mehrere. Betrachtungsweisen, wie man den Markt betrachten kann, ob scharf oder unscharf. Das kann man hier auch entsprechend einstellen im GP3-Tool. Wenn ich das Ganze jetzt mal auf scharfe Betrachtung schalte, da sieht man nämlich Folgendes. Wir haben nicht nur einen Trendbruch, wir haben auch einen Trendwechsel. Das heißt, auf Wochenbasis bei scharfer Trendbetrachtung sind wir auch schon in einem Aufwärtstrend wieder und haben nicht nur den Abwärtstrend gebrochen. So bei normaler Betrachtungsweise ebenfalls haben wir auch einen Aufwärtstrend. Also das ist teilweise, ne, wenn Trend wechseln, dann gibt es immer so eine so eine Phase, wo entsprechend eine scharfe Trendbetrachtung, unscharfe Trendbetrachtung teilweise voneinander abweichen. Dann im Laufe der Trendentwicklung gleichen die sich aber wieder an. Das ist nur bei der Übergangsphase so oft der Fall, dass man in der unscharfen Betrachtung noch keinen Trendwechsel hat und in der scharfen Betrachtung dann entsprechend schon. So, lassen wir es mal auf normal stehen. Und dann gehen wir in den Tageschart. Der Tageschart ist ja für mich der wichtigere Chart, weil ich da entsprechend meine Analysen von ableite. So, also rüber in den Tageschart. So, was sehen wir hier? Tageschart, Tageschart. So heißt es richtig. Auch ein ziemlich eindeutiges Bild, Aufwärtstrend, der hier etabliert worden ist. Kleine Seitwärtsphase und dann ging entsprechend die Reise weiter Richtung Norden. Also ganz klarer Aufwärtstrend auch seit... Ja, Beginn Oktober letzten Jahres, also Herbst letzten Jahres, hat der Aufwärtstrend begonnen. Seitdem auch quasi ungebrochen, ungewechselt. Ganz klarer Aufwärtstrend, Aufwärtsbewegung im DAX. So, wir haben hier eine kleinere Seitwärtsphase jetzt momentan, wie man hier sehen kann. Wieso, weshalb, warum? Das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Und zwar. Beziehungsweise ich mache mal folgendes. Ich gehe mal zurück in den Wochenchart. Da kann man das nämlich teils noch ein bisschen besser sehen, warum wir jetzt hier so ein bisschen gestrandet sind, beziehungsweise warum wir jetzt hier so eine kleine Seitwärtsphase haben und der Kurs weder hoch noch runter will. Also gucken wir uns den Wochenchart nochmal an. Und zwar, was wir jetzt sehen, wir laufen jetzt hier oder sind quasi hier in dieses Cluster reingelaufen. Dieses Cluster. Ist, äh, und diese Seitwärtsphase, die ich ja eben auch schon erwähnt habe, das war hier diese Seitwärtsphase nach dem Aufwärtstrend, ist eine lange Seitwärtsphase gewesen. Ne? Also wir sind ja hier im Wochenchart unterwegs, das heißt, eine Kerze ist eine Woche. Und wenn man sich mal anguckt, so diese Seitwärtsphase hat im Prinzip begonnen im, wann war das? April 21 und hat geendet im... Januar 22. Ne? Also dreiviertel Jahr ungefähr hatten wir eine Seitwärtsphase gehabt und genau in dieses Cluster, in diese frühere Seitwärtsphase sind wir jetzt auch quasi reingestochen hier mit dem Kurs hier entsprechend und das ist klar, dass da erstmal der Kurs anfängt so ein bisschen zu straucheln. Also dass jetzt hier einfach weitergelaufen wird hier hoch als wäre hier diese ja Mehr monatige Seitwärtsphase, Dreivierteljahr Seitwärtsphase nicht vorhanden gewesen, ist auch unwahrscheinlich. Und von daher ist erstmal ganz äh, natürlich, ganz äh, klar, dass wir jetzt hier erstmal nicht wirklich weiter hochlaufen. So richtig runter will der Kurs auch nicht, weil wir einfach mit einem sehr starken Aufwärtstrend von unten ankommen. Ja, also wir kommen hier mit einem starken Aufwärtstrend hoch, laufen hier in dieses Cluster, in diese Widerstandszone rein. Und von daher Ne, weiß man jetzt erstmal nicht, okay, was, äh, was, oder weiß der Kurs nicht, was soll er jetzt machen? Ne? Runter will er eigentlich nicht, aber hier oben ist auch so ein bisschen der Deckel drauf. Von daher, ähm, ja, genau, sind, stehen wir jetzt hier und ne, überlegen uns sozusagen, okay, wie geht es jetzt weiter? Übrigens, ich habe letztens, das fällt mir gerade auf, ich habe ja gerade einen Schluck Kaffee getrunken. Ne? Letztens habe ich irgendwie ein Video von mir reingeguckt äh, und. Durch das äh, Kaffee trinken, das Schlucken. Ne? Das Mikrofon, das sieht man hier so ein bisschen, das ist ja das Ding hier, ne? das ist so ziemlich auf der Höhe von meinem Hals. Und wenn ich schlucke, dann hört sich das total laut und total krass an, weil das Mikrofon genau äh, an meinem Hals ist, sozusagen. Ne? Und ich habe gedacht, ey, so, so, so laut schlucke ich doch gar nicht. Alter, was ist denn da los? Ja, also ich schlucke nicht wirklich so laut. Das hört sich nur so laut an, weil das Mikrofon, wie gesagt, genau hier auf Höhe meines Kehlkopfes ist. Das nur mal so als Info am Rande, falls es euch interessiert. Gut, ähm, so wo haben wir stehen geblieben? Also wir sind jetzt hier in dieses Cluster reingelaufen. Hier oben ist so ein bisschen der Deckel drauf und da stehen wir gerade. So, zurück in den Tageschart. Holen uns die Analyse dazu. So, und zwar sieht man Folgendes, ich mache das mal wieder ein bisschen kleiner. So, wir sind hier in dieses Cluster reingelaufen, in diese Widerstandszone. Diese Widerstandszone, die ist ja schon relativ alt. Die habe ich letzte Woche einfach nur weitergezogen. Also, die existiert schon seit... Ja, Oktober 21 ist sie bei mir im Chart drin. Ich habe die letzte Woche ja hier im Webinar einfach nur verlängert und weitergezogen. Da sieht man, dass der Kurs recht schön, recht genau auch in diese Zone reingelaufen ist und entsprechend dort reagiert hat. Zurück in dieses blaue Cluster hier bei der 15.002. Und ne, das ist so ein bisschen jetzt von unten. Der Deckel von oben, der Deckel und da bewegen wir uns gerade im Zickzackkurs, im Schlangenkurs oder in Schlangenlinien sozusagen hin und her. Das ist momentaner Stand der Dinge. So, die Frage ist nun: ne, Wie kann es weitergehen? Wo kann es weiterhin gehen? Also, ich habe ja eben erwähnt, nach oben sieht es gerade ein bisschen schlecht aus, ne, weil hier jede Menge Widerstände lauern, weil es einfach hier auf der linken Seite eine relativ große Supportzone gibt. Das heißt, es wäre schön, beziehungsweise theoretisch wäre es besser, wenn der Kurs jetzt erstmal deutlich nach unten reagieren würde, um Luft zu holen, um wirklich nochmal entsprechend ne, Käufer anzulocken, um dann mit neuem Schwung, mit neuem Anlauf versuchen sollte, ja, hier oben dieses Widerstandskluster zumindest mal so ein bisschen zu brechen, beziehungsweise da mal wirklich richtig konkret reinzulaufen. Also wir sind ja gerade mal auf der Unterseite des Clusters hier angekommen. Also hier ist das Cluster. Also da ist auf jeden Fall nach Luft mindestens 15.435, beziehungsweise hier oben eigentlich die markantere Linie ist so die 15.626. So, also. Präferierter Weg ist, dass wir nach unten Luft holen, Schwung holen und dann versuchen hier oben auf die nee, 15.626 laufen. So, das wäre quasi Szenario 1. Wir machen mal folgendes, habe ich auch noch nicht gemacht. Wir legen hier nochmal die Fibus an und gucken mal, wo denn ein schöner Korrekturbereich wäre. So, wenn wir das hier so mal anlegen, da sieht man zum Beispiel, dass relativ gut hier die 14.313 passen würden, beziehungsweise 14.449. So, das Schöne an der 14.313 ist natürlich, ich mache das mal ein bisschen größer ist folgendes, die haben wir sozusagen noch nicht rückbestätigt. Ne? Also ich bin ja auch immer ein Freund davon, wenn wir so ein Level überschreiten, überrennen, dass entsprechend ein Backtest auf dieses Level passieren sollte. Das haben wir hier bei der 14.449 gehabt. Einmal drüber, Backtest weiter nach oben, über die 426, Backtest zurück, ne? über die 14797, Backtest zurück. Ne, und entsprechend hier bei der 15.000 auch. So, das heißt, hier unten fehlt eigentlich noch das Level bei der 313. Ne, und wenn man sich jetzt einfach mal gedanklich so vorstellt, der Kurs würde ja runterkommen auf die 14.313, hätten wir hier auch genau die 61er Korrektur. Das heißt, das wäre auf jeden Fall ideales Level. Wo der Kurs drehen könnte, Schwung holen könnte, um dann entsprechend wirklich nochmal den Angriff auf die Oberseite zu starten. Maximal hätten wir hier unten noch die 14.131. Die fehlt auch noch so ein bisschen. Das wäre dann aber wirklich die Maximalkorrektur, die er machen könnte. Weil vier weiter darf er eigentlich nicht mehr fallen, sollte er nicht mehr fallen. Beziehungsweise, das wäre schon fast ein Ticken zu, zu tief. Ne? Also, präferiertes Level 313, aber 131 1 sollte man auf jeden Fall auch noch auf der Uhr haben. Gut, so, das wäre der Weg nach unten, beziehungsweise mein präferierter Weg. Machen wir das mal wieder weg. Auf der Oberseite habe ich, wie gesagt, hier noch die 453 im Auge, beziehungsweise prägnanter die 626. 6. Gefahr ist jetzt natürlich, dass wir uns hier in dieser Seitwärtsphase, in dieser Seitwärtsbewegung so ein bisschen festfressen. Wie gesagt, weil das in der Vergangenheit auch schon der Fall war, weil wir ja halt auch dieses äh, ja, lange Cluster haben, diese lange Seitwärtsphase. Müssen wir mal schauen, was die nächsten Tage... So bringen, beziehungsweise ne, was die nächsten News zu so bringen, die werden dann entsprechend schon so ein Fingerzeig sein, wo die Richtung hingehen könnte. Heißt Korrektur oder doch Angriff direkt nach oben auf die 626. Gucken wir noch mal kurz in die Stunde. Ja, in der Stunde sieht man jetzt aber auch nicht wirklich viel mehr. Also, 15002 haben wir entsprechend abgearbeitet. 15126 auch. Ja, da sehe ich jetzt auf dem ersten Blick erstmal nichts, wo ich denke, das wäre jetzt noch mal gutes Level Einstiegslevel. Also ich orientiere mich dann da eher in oder an den Marken aus dem Tageschart und gucke dann eher in den kleineren Zeiteinheiten, ne, ob ich mich da trendtechnisch irgendwo einkaufen kann. Gut, dann gehen wir rüber zum DAO, würde ich sagen. So, der DAO ist ein bisschen tricky gerade. Wieso, weshalb, warum, gehe ich gleich drauf ein. Wie immer, erstmal der Blick auf das große Bild. Wochenschart. Wie sieht es im Wochenschart aus? Also. Aufwärtstrend nach dem Corona-Crash. So, auch lange Seitwärtsphase, ähnlich wie im DAX auch und auch genau wie im DAX seit Beginn 22, seit Beginn letzten Jahres hatten wir einen Abwärtstrend, der gebrochen worden ist, aber auch noch nicht gedreht worden ist. Und anders als im DAX ist er auch noch äh, nicht gedreht, egal welche Trendschärfe man betrachtet. Also sowohl die äh, geringste Trendschärfe, wenn man die beachtet, ist der Trend nicht gebrochen, beziehungsweise wir sind trendlos unterwegs und normal betrachtet ist der auch nicht gebrochen, auch trendlos unterwegs. Und wir bewegen uns jetzt hier auch seit Wochen, muss man jetzt auch mittlerweile schon sagen beziehungsweise fast schon seit Monaten, wann ging diese Seitwärtsphase hier los? Ja, Mitte November letzten Jahres, seit zwei Monaten hier in so einer Seitwärtsphase. Es geht weder vor noch zurück. So, und das ist das Ganze oder das ist auch der Grund, warum der DAO gerade sehr, sehr schwierig äh, zu greifen ist. Ich kann das besser oder ich erkläre das besser mal im Tageschart. Da sieht man noch ein bisschen deutlicher, was da gerade abgeht, beziehungsweise warum das eigentlich nur Chaos ist im Dauer, was da gerade abgeht. Und zwar dröseln wir das Ganze mal auf. Wir haben hier unseren Aufwärtstrend. So, wir machen eine Korrektur, kein tieferes Tief. Ist okay, dann höheres Hoch, höheres Trend hoch, alles klar. So, dann geht's los. Dann machen wir ein tieferes Tief. So, das heißt Trend erstmal gebrochen. Was folgt, ist ein höheres Hoch. Das heißt ne, Trend wieder aufgenommen. Dann folgt wiederum ein tieferes Tief, das heißt Trend gebrochen. Woraufhin ein tieferes Hoch folgt, denkt man so: Okay, seltsam. So, was folgt darauf? Darauf folgt wiederum ein höheres Tief. Man denkt so: Hä, Moment, was ist jetzt los? Und entsprechend, es folgt ein tieferes Hoch. So. Und das, also das ist ein Gebilde, was man hier so sieht. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon jemals so im DAO, im Tageschart gesehen habe. Also ist das ist im Prinzip äh, blankes Chaos, was da momentan herrscht. Und man sieht's auch. Wir haben hier eine, eine trendlose Phase, eine Seitwärtsrange von. Wir sind hier am Tageschart von mehreren Wochen mittlerweile. Ne? Das, das Gebilde hier. Beziehungsweise wenn man mal das hat er eigentlich schon hier angefangen. Ne? Also wenn man das Gebilde mitnimmt, auch seit zwei Monaten geht es hier einfach äh, vollkommen wild umher. Und äh, es geht, er macht höhere Hochs, tiefere Tiefs, dann tiefere Hochs und höhere Tiefs. So. Und das ist rein aus der trendtechnischen Betrachtung. Ist das hier komplett das Chaos, was hier gerade herrscht? Und das macht das Ganze auch so ein bisschen schwer zu greifen und wirklich eine Prognose zu wagen und zu sagen, okay, ne, also ne, laut Trendtechnik, Markttechnik würde ich jetzt sagen, folgt folgendes. Ne, und das ist gerade sehr schwer zu greifen, weil Trendlos unterwegs, chaotischer Kursverlauf, plus wir sind jetzt hier in der Mitte von irgendeiner so Bewegung, ähm, also pff, schwierig. Und wie gesagt, ich handle den Dow jetzt wirklich schon seit, 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 seit mehreren Jahren auch kontinuierlich seit mehreren Jahren und ich weiß gar nicht, ob ich so ein Gebilde hier schon jemals im Dow gesehen habe im Tageschart. Nun gut, aber wenn die Markttechnik uns im ersten Moment nicht weiterhilft, dann kommt die Chartanalyse dazu. Das heißt, ne, holen wir uns die dazu und da sieht man, da kann man das so ein bisschen besser verorten bzw. Man hat auch ein etwas besseres Bild wenn man sieht, dass er doch die Marken relativ gut und relativ sauber ja, ansteuert und abarbeitet. Also wir hatten hier diese blaue Zone zwischen 34.975, 34.811 einmal reingestochen, runter auf die nächste blaue Zone. Ich glaube, das habe ich in meiner Telegram-Gruppe sogar äh, begleitet, erläutert, dass man das ganz gut äh, traden konnte von Blau nach Blau. So, ähm, seitwärtsphase entsprechend hier. Dann nächster Punkt: 34.294. Auch schön abgeprallt auf die 33.033. So, ich habe mir die 33.033 auch nochmal angeschaut. Ähm, wo kommt die eigentlich her? Weil ich konnte das auch gar nicht mehr so wirklich verorten, weil diese Marke, diese Linie wirklich schon sehr, sehr lange im Chart drin ist. Ich musste auf jeden Fall sehr weit zurück scrollen, ähm, um diese Marke zu finden, wo die eigentlich herkam. Auf jeden Fall kam die aus dem Jahr 2020. So, also ne, zweieinhalb Jahre alt, das ganze Ding irgendwie. Und auch sehr spannend, und da sind wir wieder bei dem, was ich ja auch ne, immer wieder erkläre, was ich äh, vorhin erklärt habe, was ich letzte Woche erklärt habe. Schauen wir uns diese Kerze an hier. Diese. Ne? So. Ausbruch und erstmal jede Menge Levels überlaufen. Das Level überlaufen, das Level überlaufen, ne? Das Level überlaufen. So. Nachdem wir hier eine Seitwärtsphase hatten, die entsprechend ne, hier doch lange mehrere Tage, zwei Wochen oder so hielt, dann kam an einem Tag der Ausbruch hier, zack nach oben. Wir haben die Range verlassen entsprechend und höher geschlossen. Und danach folgte dann auch eine weitere Aufwärtsbewegung, wie gesagt, bis zur also 34.349. <laughs> Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wo letztendlich der Kurs dann hier zurückgekommen ist, dann ging es drei, vier Tage wirklich steil nach unten. Und wenn man sich mal genau anguckt, wo ist der Kurs hingelaufen? Und zwar hier, 33,03. Das war die erste Marke, die erste Linie, die er hier durchbrochen hat, als die Aufwärtsbewegung, als der Ausbruch erfolgte. So. Und hier entsprechend fehlte auch wiederum der Backtest. Und wenn man sieht, genau hier haben wir halt reagiert. Auf der 0,33 und danach ging es dann entsprechend weiter hoch. Da sieht man einfach, dass dieses Prinzip, dass ich ja auch, also ich bin ja nicht der Einzige, der, der das im Blick hat, der das im Auge hat, ne? aber dass dieses Prinzip wirklich eine sehr hohe ja, Zuverlässigkeit hat, einfach. So, ähm, also wir haben jetzt hier oben Marken abgearbeitet, hier unten Marken abgearbeitet. Die Frage ist, ne, wo kann es jetzt weiter hinter, hingehen? Und wie gesagt, rein trendtechnisch ist das jetzt gerade ganz schwierig äh, zu sagen, weil man kann hier nicht irgendwie mit, also wir sind seitwärts unterwegs, wir sind trendlos unterwegs, das heißt, man kann nicht wirklich mit Korrekturen arbeiten, Korrekturen rechnen. Nur folgende Überlegung. Also wir kommen hier von einem Aufwärtstrend. So. Zwei Möglichkeiten. Wir laufen nach oben ne, durch die 34.349, dann hätten wir wieder einen Aufwärtstrend etabliert, beziehungsweise wir hätten diesen Trend hier, den wir hier hatten, den Aufwärtstrend, fortgeführt. Auf der anderen Seite laufen wir runter, unter die 33.033 hätten wir entsprechend einen Abwärtstrend etabliert und ähm, ich schätze mal, dadurch, dass wir hier ne, diese Aufwärtsbewegung keine wirkliche Korrektur hatten, ist meine Vermutung, wenn wir hier wirklich einen Abwärtstrend etablieren sollten, dann ist das auch ein Trend, der relativ schnell laufen kann, relativ heftig laufen kann und auch ja, ein ganzes Stück laufen wird. Also. Es würde ich auf jeden Fall im Auge behalten, ob wir jetzt hier den Trend brechen und wenn wir hier ins Rutschen kommen, dann ist meine Vermutung, weil hier einfach jede Menge Marken überlaufen wurden, wo entsprechend keine Korrektur da war, dass der, dass der Kurs relativ schnell, relativ tief fallen könnte. So, auf der anderen Seite, also Trends werden ja gerne fortgeführt, es ist es auch nicht weniger plausibel, dass wir den Aufwärtstrend weiter fortführen. Und dann habe ich auf jeden Fall hier diese rote Zone, die können wir auch mal ein bisschen länger ziehen, im Auge. So im Bereich zwischen 35.439 bzw. 35.296. Also ne, hier entsprechend der Bereich. So, das wären die beiden Szenarien, die ich so jetzt... Ja, auf der Uhr habe, die ich versuche irgendwie zu greifen. Aber wie gesagt, jetzt langfristig zu denken ist schwierig, weil dafür sind wir zu chaotisch hier unterwegs in der Mitte von, von diversen Bewegungen hier. Also da würde ich wirklich in den kleinen Zeiteinheiten gucken und versuchen, kleine Trends mitzunehmen bis zum nächsten Hoch oder bis zum nächsten Tief. Aber jetzt hier irgendwie einen Swing Trade oder so aufzumachen, macht meiner Meinung nach jetzt... Nicht wirklich viel Sinn für mich. So, okay. So viel zum DAO. Gehen wir rüber zum NASDAQ. So, Trend aus, Analyse aus und großes Chartbild. So, was sehen wir hier? Wochenchart. Wir sehen eigentlich unverändertes Bild, im Gegend, also wie die anderen Wochen zuvor auch. Aufwärtstrend nach Corona-Crash. Ohne Seitwärtsphase ging es dann direkt rüber in den Abwärtstrend, der auch immer noch intakt ist, der auch immer noch nicht gebrochen ist. Anders wie im DAX oder im DAO. Dort haben wir den Trend da gebrochen bzw. Teilweise schon gedreht. Im Nasdaq sind wir immer noch in einem intakten Abwärtstrend auf Wochenbasis. So rüber in den Tageschart. So im Tageschart sieht das Bild schon wieder ein bisschen anders aus und zwar im Tageschart haben wir einen Aufwärtstrend. So der sieht jetzt hier im ersten Moment Länger aus als er ist. Wir hatten hier den Aufwärtstrend, Seitwärtsphase, dann haben wir den Trend gebrochen, aber haben ihn entsprechend auch wieder aufgenommen. Beziehungsweise wir können auch mal hier hingehen und können mal die verschiedenen Trendschärfen durchswitchen. Normal haben wir Aufwärtstrend, niedrig. Niedrig haben wir immer noch einen Trendbruch, beziehungsweise sind seitwärts unterwegs. Also trendlos. So, was sagt die Analyse? Holen wir die dazu. Also, auch wieder schön alle Marken abgearbeitet. So, wir sind jetzt hier auch in dieses Cluster, in diese Seitwärtsphase vom Nestec reingelaufen. So, aber wir haben mittlerweile einen Aufwärtstrend etabliert. Das heißt, es ist jetzt auch nicht wirklich unwahrscheinlich, dass wir hier in diese blaue Zone. Die ziehe ich hier auch mal ein bisschen länger. Und nochmal reinstechen. Also, man sieht ja hier, wir haben es einmal versucht, zweimal versucht, dreimal versucht. Ne? Und jetzt wäre natürlich interessant, das vierte Mal, beziehungsweise wenn wir mal folgendes ne, sehen. Also wir liegen ja einfach eine Linie an. So, da sieht man, dass jeder Ausbruchversuch immer ein Stück weit höher war. Das heißt. Ne, Sollten wir hier nochmal in diese blaue Zone reinlaufen, ist die Gefahr, bzw. ist die Wahrscheinlichkeit, nicht die Gefahr, die Wahrscheinlichkeit ganz gut, dass wir beim vierten Mal wirklich hier den Deckel wegspringen, äh, wegsprengen und dann entsprechend Richtung 412, also 12.417, beziehungsweise Richtung 12.554 laufen. Auf der anderen Seite, ne, was dreimal irgendwie schief gegangen ist, kann auch ein viertes Mal schief gehen. Das heißt, da würde ich mir wirklich ganz genau angucken, brechen wir durch, brechen wir aus, oder ne, kommt der Kurs wieder ins Straucheln? Und wenn dann das Straucheln kommt, dann würde ich nochmal einen Shortversuch wagen. Ansonsten, wenn wir durchbrechen, und das muss halt schnell passieren, also der Kurs darf dann nicht wirklich anfangen irgendwie rumzuzappeln, in irgendwelche ne, Seitwärtsphase zu gehen, zu stoppen oder so, der muss wirklich, zack, da durchknallen. Dann würde ich versuchen, hier den Ausbruch lang zu handeln. Ansonsten korrekturtechnisch fehlt jetzt hier noch so ein bisschen die 11.569, beziehungsweise sogar noch die 11.413. Das heißt, eine Korrektur entsprechend nach da oder nach da. Und dann erneuter Anlauf auf die blaue Zone. Das wären jetzt so die beiden Szenarien, die ich jetzt so für die für den Nestegg im Kopf hätte. So, gehen wir mal rüber zum Euro. So, der Euro zieht unaufhörlich seine Weg, seinen Weg Richtung Norden, will ich mal behaupten. Und so ein bisschen, muss ich ja sagen, weine ich meinem Long hinterher. Also mein Long, den hat ja hier gestartet bei 1, nee, nicht 1, sondern 097 oder so oder 096, weiß ich gar nicht mehr genau. Im Dezember. Und wenn ich quasi sehe, bis wohin der Kurs läuft. Ist das schon ein bisschen traurig. Also hier bis zur roten Zone habe ich ihn mitgenommen, beziehungsweise nur Teils mitgenommen, weil ich habe vorher schon entsprechend was verkauft. Hier, glaube ich. So, wenn ich aber sehe, dass der Kurs nochmal das Doppelte nach oben gelaufen ist, dann ist das schon ein bisschen traurig, muss ich zugeben. Aber gut, so ist das. Ich habe... Hier in den Webinaren ja auch gesagt, ich hätte zumindest damit gerechnet, dass wir noch mal ein bisschen tiefer korrigieren. Da hätte ich dann noch mal einen Versuch gewagt und hätte mich erneut eingekauft. Aber ist halt leider nicht passiert. Diesen äh, Rücklauf, das, also den Rücklauf, den er hier gemacht hat, das war mir ein bisschen zu wenig ehrlich gesagt. Und einen tieferen Rücklauf hat er mir nicht gegeben. Von daher ist der Bus leider ohne mich gefahren. Gut, aber was sieht man hier? Also Tageschart bzw. wir machen folgendes, wir gucken uns auch hier den Wochenchart an. Analyse machen wir mal weg. Wochenchart, wie sieht es in im Wochenchart aus? So, Wochenchart. Interessantes Bild, weil wir haben hier einen Trendbruch, der aber nicht wirklich, also Trendbruch, der aber nicht wirklich korrigiert worden ist. Diese Aufwärtsbewegung hier und somit haben wir auch keinen Aufwärtstrend. Aber natürlich eine deutliche, deutliche Aufwärtsbewegung. Aber was so deutlich hochkommt, kann auch oft relativ schnell und deutlich auch wieder runterkommen. Das muss man immer im Auge behalten. Was schnell steigt, kann auch schnell fallen. So, zurück zum Tageschart. Analyse machen wir, holen wir wieder dazu. So, also man sieht auch, der Euro ist zwar langsam in seinen Bewegungen, aber präzise wie ein Uhrwerk. Ne, also, ich will jetzt hier nicht auf jede Linie eingehen, aber so er arbeitet schön sauber und kontinuierlich so ziemlich alle Linien, die ich hier im Chart habe, ab. Beziehungsweise, ich mache mal folgendes: Mir fällt nämlich gerade ein, ich habe. Die Linien für den NASDAQ eben gar nicht hochgeladen. Das mache ich mal direkt, damit ihr das auch quasi zur Verfügung habt. Im DAO habe ich, glaube ich, auch was geändert. Lade das auch hoch. Sonst nach dem Webinar mache ich dann zu, vergesse es wieder und dann sind die Linien nicht aktualisiert. So, zurück zum Euro. Also wie gesagt, ich gehe nicht auf jede Linie jetzt explizit ein, aber er arbeitet wirklich schön und sauber Punkt für Punkt für Punkt ab. So, das heißt, auf der Unterseite, was fehlt mir da? Fehlt mir eigentlich noch als Korrekturpunkt die 1065 nach oben 10956 11011. Das sind so die Punkte, die ich hier im Euro auf der Uhr habe. Das heißt, Szenario 1, hier nach unten Korrektur nach oben, beziehungsweise wenn wir nach oben laufen, entsprechend Korrektur zum Beispiel auf die 1.08, 91, dann weiter nach oben, also in, Trend, in Trendrichtung sozusagen, ne, weiter nach oben. Wir sind hier lang unterwegs, ich sehe jetzt wirklich keine, keine Anzeichen, dass da jetzt sich irgendwie kurzfristig was ändern sollte. Also man darf sich auch im Euro über so etwas längere Seitwärtsphasen nicht wundern. Das ist im Euro manchmal so, aber er zieht halt wirklich kontinuierlich sein, seine Bahnen, seinen Weg nach oben weiter fort. Also Short sehe ich da jetzt irgendwie erstmal nicht wirklich einen Grund, das irgendwie zu shorten, sondern vielmehr würde ich versuchen, ne, entsprechend die Korrekturpunkte anhand der Chartanalyse zu suchen und dort versuchen quasi long einzusteigen. So, gehen wir noch kurz auf die Coins ein. So, wagen wir hier auch mal den Blick auf den Wochenchart. Und zwar, wir sind hier im, wo sind wir denn? Ether USD Simmer. So, sieht auch ein bisschen chaotisch aus. Äh, Aufwärtstrend. Äh, dann entsprechend haben wir den Trend gebrochen. Wir haben den Trend gewechselt und haben den Trend wieder gebrochen. Also, auf Wochenbasis sind wir momentan trendlos im Ether unterwegs. Auch wenn das hier so runterkam, so aussah, als ne, würde hier quasi in den Coins die Welt untergehen. Rein trendtechnisch sind wir eigentlich gar nicht so short gewesen, wie es vom, von dem Kerzenbild her aussah. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir jetzt gerade trendlos unterwegs und der Tageschart zeigt uns an, dass wir in einem Aufwärtstrend sind. So, ich hatte ja hier gesagt, ich hatte hier, ist jetzt nicht mehr eingezeichnet, aber ich hatte hier einen Außenstab eingezeichnet und da haben wir uns wirklich zwei Monate oder so haben wir uns in diesem Außenstab äh, bewegt. So, und man muss mal gucken, irgendwann ging es hier äh, nach oben los. Und zwar so ziemlich genau äh, seit Anfang des Jahres, seit zweiten ersten, beziehungsweise dritten ersten, so als hätte jemand hier einen Startschuss äh, gegeben. Oh, es ist 2023, erster, erster, beziehungsweise erste erster war zu, aber zweiter, erster, alles klar, zack, ne, dann kaufen wir mal. Und seitdem hat das Ding halt wirklich einen ordentlichen Satz nach oben gemacht. Wir holen mal die Analyse dazu. Achso, hier ist mein Außenstab auch, genau. also Ne, Ausbruch aus dem Außenstab, ordentlicher Satz nach oben, so mehr oder weniger aus dem Stand. Und da muss man bei den Coins wirklich äh, auf Zackt sein, damit man da irgendwie äh, reinkommt. Also es geht wirklich von jetzt auf gleich, geht es nach oben. Und zwar in einer Dynamik, die man so auch nicht wirklich äh, ja, hervorsehen kann oder beziehungsweise vorhersehen kann. Warum? So, momentan strauchen wir so ein bisschen an der... 1659. Es ist einfach, weil das hier alte hoch sind, sieht man auch hier, ne, da strauchen wir gerade so ein bisschen. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn wir hier so ein bisschen Luft holen, meinetwegen noch auf die 1400 nochmal aufsetzen. <laughs> Maximal hier nochmal auf den alten Außenstab aufsetzen. Und dann wirklich nochmal Dynamik in den Markt reinkommt und wir ratzfatz hier bei der 2000 stehen. Also. Wie gesagt, das kann den, bei den Coins, in den Coins relativ flott, relativ fix gehen, ne, dass da innerhalb von wenigen Tagen, dass wir halt so einen, so einen Kurssprung machen. Das muss man, äh, muss man auf die Uhr haben, beziehungsweise damit muss man äh, rechnen. Aber das ist auch so ein bisschen, ja, das Schöne, beziehungsweise was auch das Handeln in den Coins so interessant macht, weil wir eine extrem hohe Wohler haben. Das heißt, wir müssen da gar nicht mit so großen... Hebeln oder mit so großen Positionsgrößen handeln, weil, weil die Wohler einfach so hoch ist, dass man da auch mit einer kleinen Position innerhalb von kurzer Zeit wirklich große, ja, große Strecken zurücklegen kann, große Kursgewinne machen kann. Auf der anderen Seite, ne, das Panel schwingt immer an beide Seiten. Natürlich, wenn man viel Gewinn machen kann, kann man auch entsprechend viel Verlust machen. Darf man nicht vergessen. Gut. Dann zum Abschluss noch ein Blick auf Bitcoin. Wie sieht es Bitcoin aus? So. Sind wir hier, wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Wir sind hier im Wochenchart, genau. Und auch extrem interessantes Bild. Wochenchart von Bitcoin. Also aufwärtstrend. So. Und Trendbruch. Beziehungsweise los unterwegs. Das ist interessant, weil äh, rein markttechnisch betrachtet ne, haben wir in der ganzen Zeit, wo der Bitcoin gefallen ist, auf Wochenbasis nie einen Abwärtstrend gehabt. Ne? Also finde ich schon irgendwie interessant, finde ich schon äh, spannend, dass das zwar brachial hier runtergeknallt ist, aber einen wirklichen Abwärtstrend haben wir nie gehabt. So. Tageschart, also Tageschart auch deutlicher Aufwärtstrend, den wir hier etabliert haben und hier ein ähnliches Bild wie im Ether auch. Lange sind wir hier seitwärts in diesem Außenstab ne, rumgedümpelt und dann sieht man wirklich so, äh, hier ging es irgendwann los, ne, langsam, langsam, langsam und dann Startschuss. Uff. Und dann wirklich nach oben. Jetzt hängen wir hier gerade so ein bisschen kurz vor der 23.000 rum. Ja, ich sag mal, ich glaube nicht, dass jetzt hier Schluss ist. Ich glaube, wenn hier wirklich, also hier ist ja gerade Dynamik in den Markt gekommen. Also ich glaube, Seitwärtsphase bzw. Korrektur. Und dann werden wir ganz ganz schnell die ganz wichtige Marke hier oben, wenn wir wirklich den Aufwärtstrend weiter fortführen, ganz schnell die 30.000 noch wieder sehen. Das war ja so eine ganz wichtige Marke, als die gebrochen worden ist, habe ich auch gesagt, okay, jetzt geht es erstmal nochmal richtig deutlich in den Keller und dann sind wir auch bis auf 15.000 gefallen. 13.000, 15.000, so in dem Bereich, das war ja hier unten das Tief, war das das Tief? Ja, das war das Tief. Hier unten 15.000, nachdem wir hier die wirklich wichtige Marke 30.000 verlassen haben und ich glaube, ich glaube, wenn wir hier so also straucheln halt hier ein bisschen, weil wir natürlich auch hier diverse Supports, Widerstände, Trendhochs, Trendtiefs hatten, deshalb strauchen wir gerade so ein bisschen, aber ich glaube, wenn wir hier einfach mal durchschießen, und das kann, wie gesagt, innerhalb eines Tages ganz schnell passieren, dann sehen wir auch sehr, sehr schnell hier entsprechend diese Supportzone bzw. ehemalige Supportzone, jetzt Widerstandszone, werden wir dann wiedersehen, und zwar wirklich relativ zügig, glaube ich. So, sind wir durch für heute. So, alles schön, alles schön. Ich wollte eigentlich nur sagen, schön, dass ihr dabei wart. So, schön, dass ihr dabei wart. Ich habe heute irgendwie einen Sprachfehler, glaube ich. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier 14 Uhr bei Tickmill. Bis dahin, gute Trades, macht's gut. Ciao, ciao, bis nächste Woche.